So Leute, da bin ich auch wieder zurück und worum soll es in diesem Video gehen? Richtig, es geht um Chimera. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, weil so richtig weiß ich auch nicht, wie man ihn ausspricht. Chimera, Chimera, ganz seltener Name, ist ja auch nicht so gerade typisch bei uns in der Gegend. Worum soll es in diesem Video gehen? Ganz einfach, hier den Skin, den können wir ändern, so wie wir lustig sind. Wir gehen mal gerade so ein bisschen durch und gucken mal, was man sich schon direkt am Anfang kaufen sollte, könnte. Aber wie immer, alles Geschmackssache, dürfte klar sein. Ihr seht es ganz oben rechts, ich habe schon 12 Alien-Artefakte gefunden in der Map. Ich habe dazu auch schon Videos hochgeladen, da einfach mal hochgucken wegen, warte, wie habe ich es immer hochgeladen? 4 Alien-Artefakte gefunden, weil wenn ihr ein Artefakt findet, findet ihr direkt 4 Stück auf einmal. So, wir gehen mal gerade durch. Was für Mistdinger kann man hier alles machen? Also, das ist ja wirklich krank. Der Zyklope, auch nice. Ich bin echt schon überlegen, ich habe zwar schon, hab hier schon 12 Punkte, ob ich ihn nicht sogar schon ändern soll. Aber die Frage ist halt, auf was? Das hier ist natürlich auch nice, ne? Aber auf 17? Warte mal, kann man den schon? Ich weiß gar nicht, ob man den erst dann freischalten kann. Weil, warte mal, den habe ich. Ja, toll, das teuerste ist immer 17. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur da deshalb da ist, weil ich die Voraussetzung habe, nicht an Anzahl von Alien-Artefakten. Oder aber man muss erst die ganze Reihe freigekauft haben. Das kann natürlich auch möglich sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Warte mal, wir können es ja ganz einfach testen. Ich glaube, ich nehme echt den hier. Oder nehme ich einen Bart? Oh, ne, das ist die Zusammensetzung. Zack, ich glaube, ich kaufe den hier. Warte mal, wie sieht es von hinten aus? Ja doch, ich denke immer, wenn ich in der Lobby rumstehe, ist der eigentlich ziemlich nice. Ich kaufe den jetzt einfach. Achtung, 11 Stück weg. Oha. Schöne Hörner. Sieht nicht schlecht aus, oder? Was sagt ihr? Den kann man natürlich in 1000 verschiedenen Varianten machen. Wir gehen nämlich jetzt einfach mal ein bisschen durch, was alles so möglich ist. Das ist wirklich geisteskrank. Also was Fortnite sich da hat einfallen lassen, nur mit dem ersten Skin schon. Das macht halt dann logischerweise auch mehr Spaß, die Sachen zu sammeln, die Artefakte zu sammeln. Und hast nicht gesehen. Aber hier die Voraussetzung, wir sehen jetzt, Belohnungen für diese Kategorie erfordern 2 von 6. Warte mal, 1, 2, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, also, wir können hier das letzte immer nur dann einfordern, wenn wir die anderen alle schon gekauft haben. Also für die eine, für zum Beispiel hier, das bräuchten wir insgesamt 2, 5, 10, 17, oh Gott, 28. Plus nochmal die 17, wir brauchen 45 Artefakte, nur um das letzte freizuschalten. Ja, wie krank ist das denn? Lol. Aber ist nicht schlecht gemacht, definitiv. So, gucken wir einfach mal, wenn wir, was denn hier das Beste? Das hier wäre so die krankeste Variante anscheinend. Aha. Okay. Wir nehmen jetzt einfach mal von allem das Teuerste. Okay, Fortnite im Dreh brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also das ist schon krank. Aber wenn wir den freischalten wollen, dann brauchen wir. Sollen wir uns mal zusammenrechnen? Das ist, oh Gott, ich will es gar nicht wissen. So, was haben wir gesagt? 2, 5, 10, 17, 28, 28, 45. Sind wir bei 45, 90, 180, 180... 180, 270, oh Gott, 360 Artefakte gibt es. Lol, das wären dann 90 Artefakte, kann man finden. Okay, das ist einiges. Aber auf jeden Fall, so sieht der Skin wirklich nice aus. Ich bin mal gespannt, wer von uns den so als allererstes freigeschaltet hat. Also er sieht wirklich nice aus. Schreibt mal bitte in die Kommentare gerade, wie ihr den Skin so findet. Gut, das Fortnite hier unten, das kann man weglassen. Das braucht man nicht unbedingt. Jetzt ist doch mein Emblem. Warte mal, eigentlich. Ach so, dann ist das das eigene. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Schreibt mal wirklich in die Kommentare, wie ihr den Skin so findet. Also so sieht er nice aus. Wie gesagt, aber wir müssen alle 90 Artefakte finden. Ist ja keine schwere Aufgabe. Ich würde sagen, das war es eigentlich schon. Ich sage ja, wir haben hier alle Möglichkeiten. Wir können in den Blau machen, wir können hier oben in Grün machen.
Wir können da das Schild ändern. Also da ist so viel möglich. Aber das hier ist halt die Nonplusultra-Variante, die wahrscheinlich einige von uns nicht wirklich hinkriegen werden. Aber vielleicht kann mich der ein oder andere überraschen. Wir sehen es ja dann mal in der Lobby bei mir, wenn wir im Livestream sind. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war es eigentlich schon mit dem Video. Also wir haben einiges zu tun in der Season. Nicht nur leveln, sondern auch die ganzen Artefakte sammeln. Ich versuche natürlich über jedes Artefakt euch Bescheid zu geben, wenn ich eins gefunden habe. Ist natürlich für mich wieder ein Anreiz, dass ich den Skin so freischalte. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Sammeln, Leveln und haut rein.